Jetzt möchte ich weitere Schriftgewichte einbinden. Unter uns gesagt ist es sowieso ein bisschen verdächtig, dass hier bereits der fette Schnitt funktioniert. Der Browser scheint es hier in vorauseilendem Gehorsam richtig zu machen, aber eigentlich sollte das nicht funktionieren, beziehungsweise wenn ich nicht angebe, wo der fette Schnitt abgelegt ist, welcher Font dafür verwendet werden soll, dann ist es möglich, dass der Browser hier Fehler macht und zum Beispiel den Normalschnitt einfach mit einer Umrisslinie verfettet. Also hier muss man aufpassen und hier können Fehler passieren, wenn die Add-Font-Face-Regeln nicht sauber geschrieben sind. In meinem Add-Font-Face, also in meinem Ordner, wo die Fonts drin stecken, gibt es verschiedene Gewichte. Die haben zum Teil etwas exotische Namen, so heißt Halbfett hier Dark. Und es gibt etwas, was Infra heißt, was vielleicht ultra dünn ist. Wir wissen es nicht. Aber zuerst möchte ich jetzt einmal den fetten Schnitt einbinden und dann zusätzlich noch Light und Dark, also Light und Halbfett. Ich kopiere dazu diese Add-Font-Face-Regel und paste sie noch einmal in mein Style-Sheet und dann ändere ich den Dateinamen in der zweiten Regel so, dass der Pfad auf den Bold-Schnitt des Fonts zeigt. Unter uns gesagt, in diesem Zusammenhang ist Font, und ich denke, das ist auch die korrekte Verwendung der Terminologie, Font ist gleichbedeutend mit Datei. Also ein Font ist eine Datei, die einen oder mehrere Schnitte einer Schrift enthält. Und im Moment, also auf jeden Fall hier in diesem Beispiel, braucht es für jeden Schnitt dieser Schriftfamilie einen Font. Ich habe jetzt auch den Bold-Font hier implementiert und jetzt sehe ich sofort ein Problem, nämlich der gesamte Text wird fett gerendert und ich bin ziemlich sicher, dass jetzt die Überschriften nicht nur bold sind, sondern auch noch eine Umrisslinie haben. Was ist das Problem? Es ist so, dass ich zwei Add-Font-Face-Regeln habe und ich lege zwei Namen fest, also es ist beide Male der gleiche Name und verknüpfe diese mit einem Font. Und in diesem Fall wird jetzt die zweite Regel die erste Regel überschreiben. Der Browser kennt dann nur noch den Bold-Font. Ich könnte jetzt hier den Namen ändern, aber das ist nicht die korrekte Vorgehensweise, sondern was ich tun muss, ist, dass ich innerhalb der Font-Face-Regel ein Gewicht einstelle. Also ich verknüpfe den Font nicht nur mit einem Namen, sondern auch mit einem Gewicht. Regular schreibt man nicht regular, sondern normal. Bold ist bold. Und wenn ich das abspeichere, dann stimmt es wieder. Und wer genau hingeschaut hat, hat gesehen, dass die Überschriften ein klein bisschen an Gewicht verloren haben. Also der Browser hat hier tatsächlich, weil er zweimal den gleichen Schnitt hatte, einen Schnitt mit einer Umrisslinie versehen. Also da muss man wirklich aufpassen. Jetzt gibt es zwar die Schlüsselwörter, die Werte normal und bold, aber es gibt in CSS kein Halbfett und kein Light. Jetzt habe ich aus Versehen zu viel kopiert. Ich möchte nur die Font-Face-Regel für den Regular-Schnitt noch einmal verdoppeln und dann werde ich hier Regular austauschen
mit Light. Und dann tue ich noch einmal dasselbe mit der Add-Font-Face-Regel für Bold. Man beginnt jetzt zu sehen, dass diese Add-Font-Face-Regeln schnell viel Platz im Stylesheet einnehmen. Und ich werde bald an den Punkt kommen, dass ich das Stylesheet in zwei Hälften teilen muss oder in zwei Dateien. Und jetzt muss ich nachschauen, wie heißt dieser Schnitt. Heißt nicht Dark. Doch, ich habe gesagt, ich möchte nicht Bold, ich möchte noch Halbfett. Das ist Dark. So. Aber wie stelle ich jetzt das Gewicht ein? Ich habe gesagt, es gibt kein Medium zum Beispiel. Was ich hier brauche, ist eine präzisere Abstufung, um zwischen Normal und Bold zu unterscheiden. In CSS kannst du das tun, indem du dreistellige Zahlen schreibst. Standardmäßig, also es ist nicht wirklich Standard, aber es geht auf. Bold ist 700, Normal ist 500 und Light ist 400. Aber ich bin nie sicher, deshalb schaue ich noch nach bei MDN Font Weight. Es ist gut möglich, dass Normal eben 400 ist. Ich habe tatsächlich einen Fehler gemacht. Light wird hier mit 300 vorgeschlagen. Regular 400. Und jetzt ist die Frage, ist Dark Medium oder ist es Semi-Bold? Ich würde sagen, es ist egal. Ich nehme einmal 500 und Bold ist dann 700. Also es ist nicht so wichtig, ob das stimmt oder nicht. Genauso wie du den Namen frei wählen kannst für einen Font, den du einbindest, kannst du auch jeden Font mit einem beliebigen Gewicht verknüpfen. Ich könnte wahrscheinlich auch Light auf 700 und Bold auf 100 setzen, was irrational wäre, aber wahrscheinlich würde es funktionieren. Es muss einfach so aufgehen, dass mit diesen Werten alle Gewichte einer Schriftfamilie abgedeckt werden können. Ich speichere das ab, das sieht okay aus. Und jetzt kann ich im Grunde genommen beginnen, mein Dokument mit vier verschiedenen Gewichten zu formatieren. Also ich könnte sagen, die Grundgröße für alles ist 300, also nicht die Grundgröße, das Grundgewicht, das Basisgewicht. Und jetzt wird normaler Text, der nicht keine Überschrift ist und nicht fett ausgezeichnet ist, wird mit dem Leitschnitt gerendert. Und dann könnte ich sagen, dass meine Überschriften von H1 über H2 bis zu fett ausgezeichnetem Text, dass ich dazu eine Regel schreibe, wo das Gewicht 500 verwendet wird, das ich verknüpft habe mit diesem Dark-Schnitt. Und jetzt habe ich hier halbfette Titel, im Gegensatz zu, wenn ich auf 700 gehen würde, dann wäre es ein bisschen fetter.